Eine Mandeloperation hat die Gesundheit meines Kindes zerstört. Das sagt die Mutter des kleinen Yetkin voller Verzweiflung. Als er nämlich aus dem Operationssaal rauskommt, ist er schwerstbehindert. Seine Mutter gibt ihren Job auf und kämpft nun jeden Tag für ihr Kind und das allein. Denn obwohl klar ist, dass es Fehler gegeben hat bei der Operation, äußert sich das Krankenhaus nicht und die Kasse wiederum verweist auf die Ärzte. Das ist eine furchtbare Situation für die Familie, denn zu dem Leid kommt jetzt auch noch die finanzielle Not. Yetkins Beine sind mit Schienen fixiert. Sein Oberkörper in ein orthopädisches Korsett geschnürt. Seine Füße angebunden. Folgen einer Mandeloperation. Man hat mir mein Kind abgenommen, in Narkose gelegt. Dann geht's durch die Schleuse und dann hört man von einem Fachmann, machen sich keine Sorgen, sie haben ihr Kind gleich wieder. Aber irgendetwas läuft offenbar schief. Denn als ihr Sohn aus dem OP kommt, scheint mit ihm etwas nicht zu stimmen. Ich habe keine Atmung gesehen bei ihm und musste direkt schnell raus, weil er verlegt werden musste. Und das Schlimmste war, ich weiß nicht mal, ob ich ein totes Kind oder ein gesundes Kind geküsst habe. 40 Minuten später haben mir Ärzte mitgeteilt, dass Komplikationen bei der OP aufgetaucht sind und das Kind einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte. Und als er aus dem Koma aufgewacht war, war die Diagnose, dass er eine extreme Hirnschädigung hat. Mandelüberreste verstopfen die Bronchien. Das Kind bekommt 20 Minuten lang keine Luft. Sein Gehirn wird irreparabel geschädigt. Das war vor 2 Jahren. Seither ist der heute 4-jährige Yetkin schwerstbehindert. Also wenn man hier mal sieht, das mag man halt gar nicht mehr angucken, weil er war halt total gesund und ist halt gelaufen. Ein normaler Junge halt. Ja. Also wenn man das so sieht, er läuft hier weg, das würde ich irgendwann wieder haben wollen. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, damit man weiß, was das bedeutet, dass man einen Jungen auf dem Arm hatte, der sich an einen festgehalten hat und geküsst hat. Und jetzt kann er das gar nicht mehr so zeigen, die Emotionen, weil ihm das vom Kopf her nicht erlaubt wird, weil er halt diese Hirnschädigung hat. Und er kann auch nicht mehr sagen, Mama, ich hab dich lieb oder so. Also, ne, also in der Richtung. Also wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir Yetkin irgendwie wieder in die Richtung bekommen. Yetkin hat Pflegestufe 5. Jasmin musste ihren Job als Managerin einer Modekette aufgeben. Aber um eine Entschädigung muss sie mit einem Anwalt kämpfen. Im Moment gibt es das Gutachten der Schlichtungsstelle. Und da wird dem behandelnden Arzt vorgeworfen, dass er 3 Fehler gemacht hat. Beispielsweise hat er diese Mandelteile, die er herausgenommen hat, nicht genügend sozusagen eingesammelt und wieder herausgenommen. Das Gutachten liegt seit fast einem Jahr bei der Schlichtungsstelle. Bis Richter entscheiden, ob ein Ärztefehler vorlag, fehlt der alleinerziehenden Mutter jede finanzielle Hilfe. Ich habe ja noch ein anderes Kind, was finanziell natürlich auch aufgefangen werden muss. Bis jetzt habe ich viele Privatschulden gemacht, damit wir immer wieder Eigenanteile bezahlen konnten für Yetkin oder Therapiesachen kaufen konnten. In jeder Richtung brauche ich Unterstützung und ja, man steht einfach vor so einem Haufen Schulden und jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter. Nachfrage bei der Schlichtungsstelle. Warum dauert es so lange, bis Yetkin geholfen wird? Wie Ihnen bekannt ist, haben wir alle Ärzte um die Überlassung der Krankenunterlagen gebeten. Leider liegen immer noch nicht sämtliche Krankenunterlagen vor. Wir haben mit gleicher Post nochmals mit Nachdruck um Überlassung der Krankenunterlagen gebeten. Wie lange Jasmin noch auf finanzielle Hilfe warten muss, weiß keiner. Yetkins Bruder Yasin wünscht sich nur eins. Dass mein Bruder jetzt schon laufen könnte, richtig reden, dass er jetzt schon gesund und munter wäre. Das wäre irgendwie so schön. Es war nur eine Mandeloperation. Jetzt ist es für Jasmin ein täglicher Kampf um ein bisschen Normalität für sich und ihre Söhne. Was machen wir hier an der Strecke immer mit Mama? Schnelles Laufen, Wettrennen machen wir immer. Wettrennen, 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 Wettrennen. Das machen wir beide. Wettrennen, Wettrennen, Wettrennen.